Sommerkonzert der Chorklassen, des Gitarrenensembles und des Oberstufen- und Lehrerchors der Gesamtschule Gießen-Ost. Unter der Leitung von Elke Kurt eröffnete die Chorklasse 5C mit Unterstützung der Klasse 6E das Sommerkonzert in der St. Thomas-Morus-Kirche in Gießen. Begleitet wurden beide Klassen bei ihren Auftritten von Jonas Noll am Klavier. Die Klasse 5C hatte aber auch ihre eigene Begleitung mitgebracht. Anna Hahn, Emma Krämer, Luisa Merz und Clara Knipper-Molitz, die das Flötenquartett der Klasse bilden, unterstützten sie ebenfalls. Der Leiter des Oberstufen- und Lehrerchors, Wolfgang Frank, führte die Gäste durch den Abend und kündigte besonders Mutige an, wie Gemma Mattern, die am Klavier einen Walzer von Muzio Clementi vortrug. Begeisterung löste beim Publikum Rolling in the Deep von Adele aus, das am Ende des Auftritts der Chorklasse 6E gemeinsam mit der Klasse 5E vorgetragen wurde. Im Anschluss stimmte das Gitarrenensemble der Ostschule unter der Leitung von Andreas Feil und Frank Tassler Jack Mayfields Hit the Road an. Zum Abschluss des Sommerkonzerts am Mittwochabend trat der Oberstufen- und Lehrerchor auf die Bühne und sang Stücke von Dolan, Umiliani und John Lennon.